Es ist so, wie es ist. Also Österreich will eine Veränderung und die Frage ist, welche Veränderungskonzepte liegen nun am Tisch? Da ist Geschichte geschrieben worden und ich wünsche ihm, dass er Bundespräsident wird. Ja, ich bin davon überzeugt, er wird der nächste Bundespräsident. Ich glaube, dass diese Glaubwürdigkeit ein Punkt ist, den man in der Politik heute ganz oft Van der Bellen, wie sehen Sie die aktuelle Lage? Ja, rosig für mich. Danke. Ja, es ist vorbei. Die Schlacht ist vorerst geschlagen. Wir sehen uns im Mai wieder in Wien, weil es dann wieder heißt, wer wird Österreichs Neuer? Das Präsident. Danke.